Ja, und dann machen wir den Anfang. Und zwar mit Golasso Team 2 und den Packs und Player Picks, die ich ready gemacht habe, bevor wir uns gleich mal konkret die Upgrades der Spieler natürlich auch bei Footbin anschauen. Starten wir mit, ja, ihr habt richtig, 10 Player Picks. Und wir starten mal in der goldenen Mitte und starten mit, okay, Radetzky oder Arke. Wir nehmen mal Arke mit. Let's go. Next one. Neben Arke 81er. Hoffentlich diesmal nicht. Okay, es geht zu den 83ern. Und ich muss eins sagen, ich habe auf jeden Fall eben Verein leer gemacht und Transferliste so gut es ging. Das muss man an der Stelle sagen. Wir nehmen mal jetzt hier Lichtduplikate mit, damit wir gleich direkt mit den Player-Picks mal weitermachen können. Oh, okay. Dann nehmen wir hier mal tatsächlich dann einen 84er mit, weil in dem Fall alle untraded sind, wahrscheinlich. Aber wir wollen ja natürlich ein bisschen mehr Rating sehen als die basically 81er. Insofern, oh, es geht langsam los. 85er Sheridan. Komm, please, EA. Direkt Team Nummer 2. Oh, yes. 88er Pop. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Okay, 383er. Wir nehmen mal Ericsson mit. Next one. Zwei noch to go von den Player Picks. Nächste 83er Graded Card. Gut, dass ich ein paar 83er abgegeben habe vorhin. Und wieder 84er Rating Kurke. Also, ich kümmere mich kurz um die Duplikate und dann sehen wir uns bei den Packs wieder. Wobei, es sind sogar alle tradable. Gut. Also, war perfekt ausgewählt. Das heißt, wir können direkt weitermachen und ihr seht einige gute Packs am Start. Wir gehen kurz durch. Also, natürlich die Rating Packs. Erstmal natürlich dann direkt hier die Tauschpacks, die vorgeschlagen werden. Dahinter sind noch 50er Packs und so weiter und so fort. Aber speziell jetzt 86 Ball, 2er, 85 Plus Pack, das Free Pack ist natürlich klar. Ist alles mit dabei. Und bevor wir das machen, gehen wir doch mal kurz hier hin. Denn die Frage ist natürlich, habe wieder ein kleines, feines, in Anführungsstrichen, Free Pack, 15 Münzen Pack oder sowas in die Richtung. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Golasso Nano Pack mal wieder am Start. Unnötig, Freunde, ganz ehrlich, unnötig. Packs für dich, klassische Packs, Preview Pack haben wir schon geöffnet. Ja, alles klar, also hier nichts Neues. Dann machen wir mal an, oder fangen wir an, so rum, mit den Tradable Packs, damit wir die direkt auf die Transferliste packen können. Und Argentinien, rechter Flügel, kann auch alles und nichts sein, wahrscheinlich die Frau. Nee, ist Lamela, okay. Und das heißt, wir machen auch hier wieder, genauso wie letzte Woche, Goldspieler auf die Transferliste. Den Rest machen wir kurz und schnell einfach den Discard da. Weil damit wollen wir uns die Transferliste nicht voll machen. Und dann gucken wir einfach, dass wir wie letzte Woche, oh, Freunde, die Nation war schon mal richtig. Die Nation war richtig schon mal. Es deutet alles auf den Puskás hin, hoffentlich. Ach, Freunde, wäre das schön. 96er gerated Puskás-Karte. Was ist da bitte los? Stellt euch mal vor, er wäre da jetzt direkt drin gewesen. Und die Angst ist auch wieder da wie letzte Woche, dass sie teilweise wieder nicht angezeigt werden. Naja, wir gucken mal drauf. Seltenes Elektro-Bobby-Pack. Und das ist ein Navas. Also ratingmäßig schon mal ein ganz entspannter Start hier. Ein sehr guter Start. Also weil, ich meine, die Ratings, seien wir ehrlich, die nehmen wir natürlich ganz entspannt mit. Ja, da haben wir gar keine Probleme mit. Da haben wir gar keine Probleme mit. Sehr schön, EA. Können wir gerne mit weitermachen. Nächstes Tradable-Pack. Machen wir den Skip. Es wird Schweden. Oh, und kein Duplikat. Auch das war selten gesehen. Aber wie gesagt, ich hoffe, es reicht aus. Ich habe die Transferliste so gut wie leer gemacht, dass das auf jeden Fall gut endet. Nächstes Tradle Pack. Oh, das könnte... Ist es jetzt Rosicki, Friends? Oh mein Gott. Also, ich muss jetzt hier gerade nicht mehr das Team nochmal nebenbei aufmachen. Also, Rosicki Doppel. Park Ji-Sung. Das heißt, welche Flaggen müssen wir überwachen? Cure ist mit dabei. Cordoba, wieder eine Top-Innenverteidiger-Karte, wenn ich das schon mal angucke. Team of the Week? Nein. Wenn ich das hier schon sehe, Freds, 90er Pace, 94 Def, 91 Physis. Ihr habt richtig gehört. Geisteskrank. Und dann aber Viali Italiener. Und natürlich müssen wir auf jeden Fall auch auf Brasilien gucken. Ich sage nur Kaká, Roberto Carlos und Jairzinho als Icon Brasilien. Geisteskrank, Freunde. Machen wir das Free 85 Plus Pack als nächstes Mal auf. Und guck mal, was uns jeder schenkt. Es ist die Park Ji-Sung Karte. Die Frage ist, die bessere oder die schlechtere? Wait a minute. Ja, ist die Baby-Version. Die 90er Baby-Version to start with. Und das aus dem Free Pack, Freunde. An Day 1 zu Team Nummer 2. So muss es doch sein. An der Stelle die Frage an euch natürlich auch raus. Schreibt in die YouTube-Kommentare auf jeden Fall rein. Was hattet ihr in eurem 85-Plus-Repack? Und wir müssen an dieser Stelle definitiv mal sagen, das hat sich gelost. Oh, wow. Er war mal in der Redivise unterwegs?
Ah, die andere ist Premier League basiert. Aber sollen wir gerade mal gucken. PSV Eindhoven, 27 Games und dann 93 Games. Interesting. Insgesamt 3 Jahre bei PSV Eindhoven unterwegs. Park Ji-Sung, gucken wir uns die Karte. 99 Ausdauer, wait. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat doch dann ZM-Position bestimmt drin. Hoch Arbeitsraten. Ja, das ist so der typische Fünferkettenspieler im Endeffekt. Fast schon, ne? Also der Schienenspieler schlechthin. Mal gucken, mal die Playstyle. Schnittstellpass plus geil. Und unerbittlicher Playstyle-Pass auch nicht schlecht. Das könnte ein guter Box-to-Box-Spieler sein. Gucken wir uns gleich mal im Detail an. Aber natürlich die Baby-Version, etwas kleinere Version da am Start. Und das wäre eigentlich das, was jetzt auch noch fehlt, die Woche 2. Ich glaube aber nicht, dass es kommt. Vielleicht kommt es morgen, dass wir eben dazu passende Evolution haben, wie wir es zuletzt jetzt mit Marquez, mit Cola und so weiter und so fort hatten. Das wäre natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn das um die Ecke kommt. 86 mal 2er gibt uns Spanien, gibt uns ZM und der Parejo, wie letzte Woche, aber es ist Doppel-Walkout und es ist Mané. 286er. Ah. Ernsthaft, EA. So, Mané ist abgegeben. In der SBC natürlich. Und wir machen weiter. Erst heute Rating Packs. Wie gesagt, es wird ja sowieso erstmal hinten ran nichts angezeigt. Stürmer, ist das die Frau? Es ist tatsächlich Prasnica. Oh, ist tradable. Kann also auf die Transferliste. Sehr gut. Und schick, wenn ich es richtig gesehen habe. Doppel 83 Plus Pack. Doppel 86 Plus Pack. Doppel 83 Plus Pack. Und jetzt? Oh, man, Freude. Wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Haben wir noch Rating Packs? Wahrscheinlich hinten dran, maybe noch. Machen wir weiter mit dem 100k Pack. Da ist auf jeden Fall 84 plus drin. Was bekommen wir, yay? Kein blauer. Es wird wieder Navas. Da könnten wir 83 mal 10er gleich ready machen, ne? Das wäre auf jeden Fall eine Option. Navas mit wem sonst? Oh, noch ein 85er, sehr gut. Ah, und wieder Heuberg. Dzeko, ja, und dann der Klassiker. Ja, noch ist alles tradable. Wir haben auch noch genug auf Platz auf der Transferliste. Das heißt, wir machen erstmal weiter mit den Packs. Und erstmal jetzt hier mit den Tauschpacks. Und hoffen, wie gesagt, jetzt weiter. Oh. Ich habe jetzt kurz gedacht, Ødegaard. Oh Gott, hier habe ich schon wieder fast vergessen. 82er Rating. Wieder beide tradable. Also hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass ich die Verein mehr oder weniger leer gemacht habe, wenn sie so wollen. Oh, Holland. Innenverteidiger, komm. Ach. Was war es? Letzte Woche das letzte Pack, wo wir von Dijk drin hatten. Oder in welchem Pack war es zuletzt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendein Pack von letzter Woche auf jeden Fall. Der wäre es natürlich jetzt gewesen. Der wäre es natürlich jetzt gewesen. So, und ich glaube, bis jetzt werden nur die Tauschpacks angezeigt. Wir gehen kurz durch. Genau, und hier sind da die 51er Packs. Ihr seht also, einiges noch to go. Und die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt. Next one wird wieder jetzt. Das ist ein Scherz. Das ist doch wirklich ein Scherz. Haben wir die jetzt gerade back to back gezogen? Und ich habe sie eben noch thematisiert als Ødegaard. Das ist Ødegaard 2.0. Das ist Ødegaard 2.0. Sie wird jetzt aus Prinzip discarded. Aus Prinzip, ey. Die zieht man gefühlt auch immer. 27er Pack. Komm, da muss was dabei sein. Oh mein Gott. Freunde, hört dieses Mikro uns zu? Ey, wenn das jetzt das dritte Mal diese Mahnung gewesen ist. Es ist zumindest jetzt Ødegaard. Und ich habe es gar nicht geguckt, ob es Doppelwalk. Ey, es ist ja wahrscheinlich kein Doppelwalk, sonst wäre schon längst Doppel. Ach, das ist der Wahnsinn. Okay, warte mal, Freunde. Wenn das Mikro uns hier wieder zuhört, ne? Ist er überhaupt tradable oder untrade? Es gibt auch kurz eine SBC. Scheint auf jeden Fall untrade zu sein. Okay, machen wir kurz einen Switch. Also Freunde, wenn uns dieses Mikrofon zuhört, ja, dann gerne jetzt eine Golasso-Icon im nächsten Pack. Gerne, yay. Egal wer, wen... Ey, oh, Momentchen. Golasso-Icon habe ich gesagt. Okay, das Mikro hört noch nicht so richtig. Wir müssen es leicht noch justieren, Freunde. Was ist hier denn los? Hä? Was ist hier denn los? Also, es ist Golasso Hero Cure, die nächste Baby-Version. Okay, also, wenn wir jetzt so weitermachen, Freunde, dann kann das sehr gut enden. Cure ist am Start, let's go. Perfekt.
Super League-Version. Ah, die sieht wirklich nicht gut aus. Die sieht wirklich nicht gut aus. So, was ist tradable? Alles perfekt. Können wir weitermachen mit dem nächsten Pack? Jetzt kriegen wir Luxy. Jetzt ist Luxy auch creepy. Also, ich sag's nochmal. Wir versuchen das Ding jetzt einfach nochmal. Also, Golasso, Hero, Cordoba. Golasso, Hero, Cordoba. Würden wir gerne mitnehmen. Im Endeffekt alle, Freds. Im Endeffekt. Oh. Wait a minute. Was ist denn mit diesen Packs los? Ey, Freunde. Ich habe das vor 2 Wochen schon mal gesagt, vor der Golasso-Probo. Diese Tauschpacks sind einfach crazy. Das war wieder ein 19-Pack, ne? Eben Ödegard dafür abgegeben. Rodri und Silver. Gib uns das SBC vor der EA. Holy Macaroni, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, perfekt. Und er ist sogar Trade. Da tut, ey, bei dem Pack tut es gar nicht weh, wenn man ein Bootband, den man sowieso in gefühlt jedem zweiten Pack hat, einmal kurz zu discarden. Also, wir halten fest, wir haben bis jetzt Park Ji-sung und Kewel als Baby-Version, die 2 Lowest Rated in Anführungsstrichen sogar. Rositzky, Kewel Normal, Park Ji-sung, Rositzky, die besseren Versionen, Lampard, Cordoba, Viali und natürlich die Icon-Reihe, die fehlt noch Tutti Completti. Und machen weiter mit Portugal. Nein, nein, hör mir auf. Das kann doch nicht wahr sein. Freunde, was ist denn hier los? Also das ist für mich schon, ohne Witz, Freunde, das ist für mich schon GG wert. Das gehört für mich schon zur Definition Packluck. Wow. Was? Das ist der Wahnsinn. Aus einem 19er-Pack, die sind ja geistkrank, Freunde. Wir machen wieder den Trade. Es lohnt sich. Ja, Freunde, den banken wir gerne mit. Back to back. Einen Silver. Aber ihr seht schon, da ist die Problematik, die ich auch letzte Woche Freitag schon erwähnt habe. Im Endeffekt ist das hier so ein Ding, da können wir im Endeffekt ja endlos weitermachen, wenn wir denn so wollen. Weil das findet nie ein Ende. Ja, also ich habe jetzt quasi wieder ein 27er Pack ready gemacht. Mit Silver. Und jetzt haben wir, das ist jetzt noch Modric gewesen, wäre ich jetzt komplett raus gewesen. Also, never ending story. Never ending love story. Aber die Transferliste geht natürlich auch sehr schnell damit, mit den Goldkarten voll damit. Insofern machen wir jetzt hier, zack, die kurz als Discard. Wir können jetzt wieder No More Left Behind machen und mit den Player Picks weitermachen. Aber das ist, wie gesagt, dieses Rinse and Repeat und Recraften, womit ich jetzt hier nicht anfangen will auf Krampf. Aber lasst uns doch mal hier, wo wir gerade bei den Packs sind, mit den Tradables jetzt mal hier weitermachen. Weil die sind schnell durchgezogen. Zack, Stürmer, da wissen wir direkt Bescheid, ist Arnautovic. Hey, aber die Packs haben schon mal gut gegönnt. Wir haben schon mal 2 Heroes an Day One. Auch wenn es stand jetzt erstmal die sozusagen die schlechteren bis dato waren. Aber ganz ehrlich, genau das wollen wir doch schon mal haben. Also, da sind wir ein paar Minuten drin in der Promo und die Karten kommen direkt um die Ecke. Oh, Brasilien. Hör mir auf. Was ist denn da los? Freunde, entweder City verfolgt. Haben wir das City? Haben wir irgendeine City- oder Ex-City-Karte, die ja irgendwie um die Ecke kommen könnte? Was ist denn hier los? Das war jetzt sogar das Tradable-Pack. Und selbst da kriegen wir Rating. Und selbst da kriegen wir Rating. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. 43 Packs to go. Wir machen das nächste Tradable auf. Prime Gold Profi-Pack. Who is it? Okay. Weil jetzt wissen wir ja schon die Nationen, die da sind. Da können wir kurz dann skippen bei solchen Nationen. Zack, und es wird wieder 83er Futter. Transferliste wird voller. Kümmere ich mich gleich drum um die Duplikate. Gehen aufs nächste Pack und gucken mal, wer sich hier hinten noch versteckt. Jumbo-Packs sind natürlich auch viele Spieler drin, ne? Gold. Liga-Flügel, ja. Wie das hier. Oh, Freunde, wir haben heute das City, das City-Abo abgeschlossen, habe ich den Eindruck. Zuletzt hatten wir ja das erste Mal hier die Haaland-Karte gezogen. Hier ist so ein Duplikat, ist sogar relativ gut. Mal gucken, wie viel City-Karten heute noch um die Ecke kommen. Ist ja Wahnsinn. Joe Primo Goldback, next one. Oh, diesmal. Ja, der Klassiker. Eriksen. Heuberg, basically in all Packs. 6 Duplikate geht sogar auch noch fit. Ein paar sogar Trailbulk, können wir 3 Stellen discarden. Also, falls ihr seht, das XL Pack Opening, ich liebe die Freitag XL Pack Opening, ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach. Oh, da kommen wieder Trailbulk Packs, Freunde. Machen wir die Jumbo Gold Packs auf.
Oh, das könnte Team of the Week sein. Ja. Wait. Okay. Wait, Freunde. Jetzt. Okay, jetzt bin ich raus. Das ist wirklich, das ist gerade, das passiert hier gerade ernsthaft, Friends. Das passiert hier gerade ernsthaft. Ich weiß nicht, was mit diesem Account los ist. Was hier gerade für eine Stunde geschlagen hat. Aber es kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir kriegen nur City-Spieler. Was ist denn hier los? Wir haben hier gerade City-Syndrom oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Hä? Ey, Freunde, die gerade live zuschauen hier bei Twitch, die wissen Bescheid. Du kannst einen mit City-Squad machen, Flo. Ja, gut. Archie in the City heute, schon geschrieben. Ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir machen weiter mit der Runde. Nächstes Joker Premium Gold Profi Pack. Was ist denn hier los? Ich komme nicht mehr hinterher, ey. Ich komme echt nicht mehr hinterher, Friends. Was ist denn da los? So, zack. Martinez könnte sogar untrade sein. Okay, wir haben hier noch. Dann machen wir den einfach. Zack. Und machen weiter mit den nächsten Packs. Also das ist jetzt langsam das Problem, Friends. Und da würde ich gerne eigentlich in den Recraft dann gehen. Jetzt haben wir 38 Packs to go. Deshalb ist es immer schwer, es immer alle Packs dann zu öffnen. Aber ich glaube, wir machen jetzt mal so ein 27er Pack wieder auf. Und dann werde ich mich kurz um die Duplikate kümmern und bin dann gleich wieder für euch am Start. Spain, LM, ja komm. Immerhin. Äußerster Ball, ein bisschen was an Rating. Nehmen wir da doch gerne mit. Und wieder C-Duplikate. Ja, Freunde, jetzt sehen wir hier ein bisschen, was sozusagen das Problem ist. Jetzt machen wir ein Team of the Week Player Pick zum Beispiel und kriegen wieder zwei weitere Packs. Und das ist das, was ich meine. Also, man kann recraften. Jetzt erstmal Team of the Week Player Pick. Oh, mit 88er Götze. Sehr gutes Rating sogar. Damit können wir sehr gut arbeiten. So, machen wir weiter mit den Packs und natürlich erstmal wieder mit den Tradable Packs und gucken rein, ob wir vielleicht den einen oder anderen noch ziehen können, bevor wir uns dann gleich das Team nochmal konkreter anschauen, speziell die SBCs. Hier sind wir wieder beim Rating 84er Müller, können wir wieder in Team of the Week Player Pick gehen und ja, ich meine, ich denke, ihr werdet selber sehen, dass Recraft lohnt sich. Ich habe noch 83 mal 10er Pick jetzt ready gemacht, nicht mit Götze, falls ihr das fragt, sondern mit der von City, die wir vorhin gezogen hatten. In der Hoffnung, dass das uns natürlich Glück bringt. Vorab gehen wir noch mal ein bisschen in die anderen Packs rein und gucken mal hinten durch. Ja, seltenes Profi-Pack, tradable. Es wird, oh, wieder. Okay, jetzt ist vorbei, Friends. Ich kann, ey, was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss das Video irgendwie City irgendwas nennen. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich komme nicht mehr drauf klar. Was ist denn hier los? Und das ist das... Digga, was ist das für ein 50k-Pack? Renard und Martinez noch mit dabei? Was? Oh mein Gott. Digga, das war sogar ein richtig gutes Pack. Heilige Mutter Teresa, was ist denn hier los? Das sah ja richtig gut aus. Seltenes Goldpack. Wie siehst du aus, oh? Was ist denn hier los? Ach, come on. Freunde, lasst ein Mitleid-Like zumindest dafür da. Oder weiß ich, ein City-Like. Lasst ein Manchester City-Like dafür da. Ich komme nicht drauf klar. Gut, dass ich die gerade im 38er SBC abgegeben habe. Ich hatte eine Vorahnung. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann nicht mehr. Das war jetzt kein 50k-Pack. Nur zur Erinnerung, ne? Das war jetzt kein 50k-Pack. Das ist jetzt hier wieder eins. Oh yes. Oh yes. Hör mir doch auf. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß wirklich nicht. Ich hatte das noch nie. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich weiß nicht, sagt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das jemals hat. Ich hatte das noch nie. In meiner ganzen FIFA-Karriere seit FIFA 99, wo ich zocke. Nein. 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 Und nochmal nein. Das hatte ich so noch
Nie. Ich schwöre auf alles. Mir fehlen die Worte. Ich sprachlos. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, Freunde. Ich kann nichts anderes dazu sagen, als ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch an dieser Stelle nicht beantworten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ist denn hier los? Ey, Friends, das ist ja jetzt wirklich weit von Spaß. Also, das ist ja wirklich crazy. Das ist... Ich komme nicht drauf klar, also ich komme nicht drauf klar. Ich weiß nicht, was hier los ist und was hier gerade passiert. Weil das ist das Letzte, womit ich jetzt wirklich heute gerechnet hätte. Wenn ihr mich gefragt habt, was passiert heute. Aber das... Nee. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nächste Woche Carpack Tradable und natürlich... Ey, das ist ein Verarsche. Ich kann nicht mehr. Das ist hier eine versteckte Kamera oder so. Ich weiß es nicht. Irgend sowas muss es auf jeden Fall sein. Irgendwie... Ich weiß... Es ist verrückt. Es ist verrückt. Wir müssen weitermachen, Freunde. Also... Es ist auf jeden Fall verrückt. Nächstes Megapack, komm. Tradable, Portugal again. Ach, das, was? Freunde, hier muss irgendwas los sein. Hier ist irgendwas verflucht. Hier ist... Ja, was? 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 Als wenn ich jetzt noch den Bräune ziehe. Als wird gleich noch Haaland um die Ecke kommen. Bitte was? Bitte was? Wir sind gerade im Paralleluniversum oder was? Wir sind gerade auf jeden Fall im City-Universum. Hä? Freunde, ihr habt irgendwas... Sehen eure Packs auch so aus? Bitte klärt mich mal gerade auf. Sehen eure Packs auch so aus? Da muss doch irgendwas gerade los sein. Nee. Nee. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ey, Freunde. Ich bin gerade. Was ist denn hier los? Also jetzt mal. Wenn das jetzt gleich genauso weitergeht. Dann hätte ich gerne von euch eine Erklärung. Eine Erklärung dafür. Ich habe keine, weil ich habe keine. Frankreich sind wir jetzt hier. Und we got a Posse. Let's go, Freunde. Nächste 87. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Was zur Hölle ist hier gerade los? Was zur Hölle ist hier gerade los? Ist er noch teuer? Ich komme gerade nicht, aber absolut gar nicht drauf klar. Die Trail Megapack, ey Freunde, ich habe die Megapacks wirklich unterschätzt. Trail Goldpack jetzt hier, zack. Linksverteidiger war keiner von City. Wunder geschehen. Zack, Transferliste damit wieder voll. Und jetzt haben wir 30 auf der Liste, Friends, noch. Oh mein Gott, da will man, ich meine, ihr kennt es selber von euch wahrscheinlich, da will man gefühlt gar nicht mehr enden. Nächstes Megapack Tradable. Brasilien diesmal, Innenverteidiger. Und es ist von Arsenal, die nächste 84er Created Karte. Und Futter, nochmal Futter. Ja, komm, wir machen hier Kalioglu runter, zack. Machen den zwei wieder mit. Mit Bitcoins auf jeden Fall einiges mit. Und ganz ehrlich, das können wir auf jeden Fall heute sehr gerne mitnehmen. Und dann neben den Tauschpacks machen wir hier noch die 50k-Packs auf. Und dann das 83 bei Cedar. Spain. Nee. Es ist verflucht. Also Freunde, jetzt wirklich. Jetzt ernsthaft. Ihr schreibt es gerade an, Pep Guardiola fehlt noch. Ja, 60k allein durch die Trader Informs, true. Theoretisch können wir das genauso sehen. Oder ich nutze sie halt als Futter.
Muss ich noch überlegen, aber das ist jetzt hier wieder Rodri. Also das ist jetzt langsam echt creepy. Also wenn es nicht schon creepy war, dann ist es spätestens jetzt definitiv creepy. So, Rodri ist wieder abgegeben in der SBC. Da sind wir wieder bei, ja, quasi Rinse and Repeat. Es geht und geht und geht und geht halt immer weiter. 50k Pack. Es wird der nächste Spieler mit Spanien natürlich wieder, um Gottes Willen, ich hab ihn wieder vor mir gesehen. Rodri, ich hab nur ZDM wieder vor mir gesehen und dann geht das ganze Ding los. Ohne Witz, Freunde. Genau das habe ich gesehen. Also, wir haben jetzt die ganzen Tauschpacks, die teilweise recraften Tauschpacks und jetzt auch das 83x10er. Vielleicht machen wir gleich noch weitere Packs auf. Das aber jetzt erstmal mit. Was finden wir das Ende? Oh, schon wieder. Ey, Ungarn das zweite Mal. Das kannst du keinem erzählen. Ungarn das zweite Mal. Willst du mich verarschen? Paula geht theoretisch rein in die Birthday Magic Geschichte, stimmt? Das ist wirklich crazy. Und hier jetzt rein 10 Duplikate. Das ist ein Schlag in die Fresse jetzt zum Abschluss. Wow. Okay, das ist heftig. Aber Freunde, was war denn bitte das für eine City Party? Erklärt es mir. Ich kann es mir definitiv nicht erklären. So, Freunde, machen wir kurz weiter. Und zwar, ich habe es wieder ready gemacht. Ein Team of the Week Player Pick und wieder ein 83x10er Pack. Oh, hier war Salma. Die von Barca. Sehr nice. 86er Rating nehmen wir da an der Stelle sehr, sehr gerne mit. Und dann die zwei Tradable Packs aus der SBC plus das 83x10er. Man kann nicht aufhören. Ihr kennt es selber. Man kann dann gefühlt nicht aufhören. 84er Rating hier. Sehr sympathisch sogar. Und die 83x10er Packs, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt auch wieder schlecht ist, ich glaube, da mache ich das letzte Stück wirklich an der Stelle nicht. Weil irgendwie vom Gefühl her sind die von Tag zu Tag schlechter geworden. Und eben halt wirklich kompletter Vollbruch mit den kompletten Duplikaten. Also, wir haben die Hoffnung, dass jetzt das 83x10er hier nochmal gönnt. In 3, in 2, in 1 und let's go. Es wird zum Abschluss... Ja? Nee? Maybe? Ja? Aber eben nur einer. Oder wird wieder nichts angezeigt? Das ist die große Frage. Es wird packmäßig. Oh, okay. Wir haben den Team of the Week zurück. Das heißt, hier hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Aber keine Golasso-Geschichte. Und damit machen wir genau damit jetzt weiter.